Hallo Freunde und willkommen zurück zu Evoland, wo wir in der letzten Folge die zweite Medaille, es ist wirklich die Ladezeiten, nice, wo wir in der letzten Folge die zweite Medaillonhälfte gefunden haben. Und ich war nochmal, wie ihr anhand unseres Goldes seht, in den Ruinen. Weil ich habe mir gedacht, das ist die schnellste Möglichkeit, um viel Geld zu bekommen. Und dann leveln wir nicht so extrem. Und nun bleibt uns nur noch der Weg in die schwarze Zitadelle, nachdem wir diese Viecher hier vermöbelt haben. Moment, kriegen wir hin. Klink, hau den Zumba. Das reicht nicht. Frage ist, können wir uns durch die schwarze Zitadelle wieder genauso prügeln wie durch die Ruinen? Oder müssen wir für die Zitadelle, gibt es da wieder ein anderes Kampfsystem? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Wenn's besser ist. Ein Goblin. Ihr seid es also. Seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Nennt mich einfach Zephyros. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Aber all eure Mühen sind umsonst. Eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine eigenen. Ich beweise es euch, und zwar jetzt. Okay. Nee, ist ein normaler Kampf. Ja, Zephyros ist, wer hätte es gedacht, eine Anspielung an Sephiroth aus Final Fantasy VII. Und mittlerweile ja auch in Super Smash Bros. Vertreten. Was mich persönlich gewundert hat, dass er nicht schon viel früher da ist. Der haut auf jeden Fall gut zu. Klink macht kaum Schaden. Aber Ceres macht recht gut Schaden. Heilen mit Charis. Das ist sinnvoll. Gucken, ob wir ihn besiegen oder ob wir gegen ihn verlieren müssen. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber ich gehe davon aus, dass wir gewinnen können. Sonst würde er mehr Schaden machen. Einmal heilen noch und danach greifen wir erstmal wieder mit Charis an. Ich habe das Gefühl, dass Klink mit der Zeit immer mehr Schaden macht. Er hat einfach eben nur einmal am Anfang einmal 8 Schaden gemacht, was halt echt nicht viel war. Okay. Das reicht. Ich habe genug von diesen Spielchen. Kame! Oh Gott. Glaube nicht, dass wir das gewinnen können. Ich meine, wenn er so anfängt. Gebt Klink mal einen Trank. Vielleicht überleben wir es, aber ich gehe nicht davon aus. Armee! Ha! Könnten es überleben. Interessant. Weiß halt nicht, ob wir das gewinnen sollen. Wenn ich. Bevor ich jetzt ihm alle meine Heilgegenstände verschwinde. Okay. Wir geben niemals auf. Wir kämpfen bis zum Tod. So sei es. Also bei Sephiroth und Eris war das ein bisschen. Beeindruckender. Charis! Danke, ihr wart immer für mich da. Habt mich immer beschützt und an meiner Seite gekämpft. Bitte versprecht mir, dass ihr weiterkämpft. Bitte gebt uns unser fruchtbares Land zurück. Ich werde über euch wachen. Ich. Okay, wir sollten verlieren.
beschwören ewige Rache. Oh, eure besondere Kraft ist erwacht, Sohn des Drachen. Babamut. Nicht Bahamut oder so. Ich meine, ich habe Final Fantasy nie gespielt, aber selbst sowas, selbst ich weiß sowas. Ihr glaubt, ihr habt mich geschlagen? Ich werde zum Mana-Bomb zurückkehren. Und wenn meine Wunden geheilt sind, zerstöre ich diese Welt, die ihr so liebt. Ich muss sagen, der Mond sieht ein bisschen abgeflacht aus oben, aber ansonsten, hey, Stufe 7. Mehr Leben. Okay, wir können auch nicht mehr zurück. Ja, dann gehen wir Sid mal Bescheid sagen. Du, deine Nichte ist futsch. Wir konnten es nicht verhindern und unsere Phoenix Daunen naja. War halt doof. Ja, wir haben effektiv nochmal ein bisschen Gold verschwendet. Kyrus mag nicht mehr unter den Lebenden weilen, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Klink begleitet. Ihre Kraft wird für immer mit ihm sein. Ich kann nicht fassen, dass Kyrus tot ist. Das ist ein trauriger Tag für die Annalen von Aogai. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Klink übertragen, damit er die Welt retten kann. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Zephyros zu besiegen. Mit der Kraft von Kyrus werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Dankeschön. Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich helfen. Sind alle verdammt! Watschi meine. Die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Kyrus nicht umsonst gestorben ist. Klink, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Zephyros besiegen. Ein für alle Mal. Ich gebe euch mein Luftschiff, nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen. Nice. Endlich. Wir müssen nicht mehr laufen. Aber wir sollen nochmal mit dem hier sprechen. Chobokus. Kennt ihr euch mit Chobokus aus? Eine spezielle Rasse, eine Spezies gelber Riesenvögel. Sie leben in den Ebenen im Norden. Aber tut euch nicht weh, sie haben sehr spitze Hauer. Gekocht ist ihr Fleisch eine wahre Delikatesse. Ich kenne einen Aogai, der es zuzubereiten weiß. Kann ich jetzt die... der gibt uns also immer mal wieder Tipps, wo wir Sachen finden können. Okay. Dann schnappen wir uns jetzt mal ins Luftschiff. Nördlich der schwarzen Zitadelle. Okay. Na, wahrscheinlich, wenn wir aus der Stadt einfach rausgehen, sitzen wir schon im Luftschiff und können uns damit entsprechend fortbewegen. Das wäre ganz nett. Oder so. Yay, wir haben ein Luftschiff. Landen. Was ist das denn hier für ein Wald? Ach, das Edeltal, wo wir gestartet haben. Das ist ja nicht so verkehrt. Aber warum... Das hätte ich lustig gefunden, wenn sie jetzt hier auch nochmal das Diablo-Spielsystem implementiert hätten. Und dann suchen wir erstmal... Hier im Dorf gab es ja noch einen Händler mit einer seltenen Karte, die wir uns nicht leisten konnten. Papunika. Imuk. Ich meine, warum sollten wir nicht bei ihm jetzt kaufen, ne? Nicht verkaufen.
Auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich Phoenix Stone brauche, weil, ja, wir haben keine Gruppenmitglieder mehr. Können wir zum einen in die Minen nochmal zurückkehren, zum anderen möchte ich mal hier nochmal. Weil, nee, ich glaube, da gab es nichts. Ja, über die Berge kommen wir nicht, ist auch ein bisschen Panne. So. Wo waren die? Hier waren die Minen. Dann kann man nämlich hier uns mal noch durch die Wände sprengen. Die wir beim letzten Mal nicht sprengen konnten. So, da ging's zum Boss. Das weiß ich noch. Wäre eine Karte jetzt echt nett. So, was haben wir hier? Hast du auf mich abzuschießen? Okay, noch Stern. Komm her. So, Arsch. Das war Nummer 1. Da unten ist... Ne, genau, auf dem Weg zum Boss gab es ja auch noch so eine... eine Truhe, an die wir nicht rankamen. Gab es noch mehr Wege? Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Also. Ding mal eine Karte. Ne, noch ein Stern. Okay, dann gibt es auf jeden Fall noch irgendwo eine Wand, die wir springen können. Denn irgendwo gibt es ja hier auch noch eine Karte, hat uns der Typ ja gesagt. Okay, nein. Ah, ausgetrickst. Die das gewusst hätten, ne? Was springen? Nee. Dass man das Spiel so einfach austricksen kann, was solche Rätsel angeht. War denn noch eine springbare Wand? Hm. Ja, das war dumm. Aber danke dafür. Lassen wir dich erstmal runter. So, hier oben vielleicht. Irgendwo. Hallo. Hm. Das oben doch jetzt. Danke fürs Leben. Danke fürs Leben. Und doch bestimmt auch, oder? Nein. Frechheit. Springbare Wände. Okay. Arsch. Sieht nicht so aus. Finde ich frech.
muss ich sagen, ich habe keinen Schimmer mehr, wo hier noch eine Karte war. Was hatten wir? Hier war auch nichts. Dann weiß ich es wirklich nicht mehr. Ach Quatsch. Weil, nee, Moment. Hier zum Bus sind wir eigentlich schon gewesen, hat man das ja schon geholt. Ist auf dem Weg zum Bus noch eine Stelle. Den Bus vielleicht nochmal wiederholen. Na gut, dass der Typ echt nicht so intelligent ist. Seine Feuerbälle haben einen sehr merkwürdigen Trefferradius. So, einmal noch. So. Ach komm schon. Ich in den sterbenden Gegner noch reingelaufen bin. Finde ich jetzt frech. Sehr frech. Keiner mag Magier. Vor allem nicht die Sorte, die so nervig Feuerbälle spuckt und sich teleportiert. Außer man ist es selber, also. Ja, aber das kennt man ja. Sicher, dass ich irgendwo was übersehen habe. Kann aber nicht sagen, wo. Flug. War nichts, auch nicht. Niemals. Hier brauchen wir auch nicht mehr lang gehen. Problem ist, dass ich halt nicht einfach aus dem Dungeon rauskomme. So. Ach, das hab ich beim letzten Mal schon erwischt, das war schon nicht nett. Stirb. Sauhund. So lebst du eigentlich wieder. Und hier war auch nichts zum Sprengen. So. Lass dich von hinten erwischen. Da unsere Ruhe. Fledermaus, geh weg. Mal kurz gucken. Hier noch irgendwo was war? Ne, war nur die Druckschalter. Ich habe echt keine Ahnung, wo der letzte Weg, die letzte Dingens ist. Der letzte Raum, den wir springen können, um an die Karte zu kommen. Weil irgendwo muss es ja eigentlich noch einen geben. Der Typ sagt ja, es gibt hier die Karte. Ja, ich hätte eigentlich nicht nochmal auf den Rückknopf treten sollen. Das wäre vielleicht intelligent gewesen. Hör auf mit deinen Feuerwehr. Schubst mich nicht so weit weg.
Na komm. Sicher Fledermäuse. Ja, schön. Gehen wir mal weiter. Aber es scheint ganz so. Es wäre die nicht hier. Das ist jetzt doof. Das Problem ist, dass jetzt unser Luftschiff auf der anderen Seite ist. Oh, Link. Das mit dem Treffen musst du echt noch lernen. Ach, schön. Ja gut, dann gehen wir mal eben zurück und holen uns unser Luftschiff wieder. Das ist aber auch echt Panne. So, nicht auf den Knopf treten, werden alle glücklich. Zumindest ist der Weg hier so nicht, hier nicht so lang. Das ist ja schon nett gemacht. So, Luftschiff. Was ist das hier eigentlich? Das ist eine Höhle, wo wir waren. Den Schrein der Babamut haben wir gefunden. Das ist doch schön. Haben wir bestimmt irgendwas Cooles. So meine Hoffnung. Skelette, okay. Das kennen wir. Nicht zu treffen. Oh. Ah, wir haben jetzt auch einen Combo-Move. Das ist gut zu wissen. Ja, cool, wenn wir die dann noch verletzen könnten. Aber nice. Okay, das wäre also der Spezialmove von Klink gewesen. Jetzt stirbt halt der nicht Skelett. Meine Güte. So, was passiert, wenn wir hier auf diesen wundervollen Knopf drücken? Haben wahrscheinlich irgendwo einen Weg aufgemacht. So meine Vermutung. Ich will erstmal nach ganz links gehen. Das ist ja ätzend. Drei Winde. Achso, das soll uns wahrscheinlich wieder rausbringen. Wer euch dahin gesetzt. Ganz im Ernst. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Ja, da können wir zumindest eine Wand aufspringen. Weil ich könnte mal versuchen, die Typen mit Pfeilen abzuschießen. Die Magier. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Kannst du was näher kommen? Aber nicht. Okay.
Schön. So. Arsch. Nächster Schalter. Okay, also 2 von X-Schaltern haben wir schon betätigt. Das haben wir aufgesprengt. Dann bin ich gerade verwirrt. Hier kommen wir ja nur da wieder raus, theoretisch. Den Schalter haben wir. Jetzt haben wir es geschafft. Interessant. Nein, nein. So, geht die Tür auf. Ja, danke. Ich bin echt schlecht in sowas. Gott, verdammt. Okay, wir sind wieder im Schrein von Baba Mooch. Gehe auch mal nicht davon aus, dass die Tür jetzt hier... Doch, es ist offen. Nice. Treffe auch nichts damit. War schön, dass das Spiel nicht pausiert, während wir unsere Ausrüstung wechseln. Ist ja schon fast Dark Souls hier. So. Komm her. Wieso ist hier jetzt schon wieder so ein Scheißmagier? Ganz im Ernst. Verpiss dich. Keiner mag dich. Dich auch nicht. Okay, noch ein Lichträtsel. Wahrscheinlich tauchen hier noch ein paar Magier auf. Etwas komplexeres Lichträtsel, wie es scheint. Ein Morgenstern für uns, sehr schön. Bin mal gespannt, was wir am Ende dieses Dungeons bekommen. So. Oh ja, die sind sogar verbunden. Krass. Okay. Das mal relativ einfach. Nein. So. Genau. Zack. Gelöst. Wo bringst du mich denn hin? Zum Bossfight. Okay, Fallenraum. What the fuck? Holy shit, sind das viele Magier. Warum? Keiner mag euch. Wie hat mich die Fledermaus denn noch erwischt, bitte? Das heißt, es ist echt nicht mehr AKO out of nowhere, sondern Feuerball out of nowhere. Okay. Feuerbälle haben sich erledigt. Irgendwie scheint es zwischendurch mal Schaden zu machen. Das überrascht mich jetzt. Interessanterweise muss ich nicht die Fledermaus töten. Wir bekommen die Karte Baba Mooch. Ist wahrscheinlich die mächtigste Zwillingskarte deshalb. Gut, dann haben wir alles erledigt in diesem Dungeon. Gut, war jetzt nicht so beeindruckend die Belohnung, wie ich mir gewünscht hätte.
Aber okay. Können wir den Gegner einfach mit einer Partie Doppelzwillingen besiegen? Das wäre lustig. Mal eben kurz. Muss doch irgendwas sein. Ah, die versteckte Wiese. Schleim. Nice. Und ein Loch. Versteckte Höhle in der versteckten Wiese. Das Cave. Gut, hier haben wir Babamut nicht. Macht ja auch Sinn. Weil Babamut gibt es nur in 3D. Was haben wir denn hier? Ganz viel Sterne muss sein. Und ganz vieles Game vor allem. Gut, ich würde sagen, nachdem wir diesen Kampf hier erfolgreich gleich abgeschlossen haben, machen wir für heute Schluss. Wir erkunden die geheime Höhle morgen zu Ende. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.